grenzt ein bisschen an Realitätsverweigerung, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, was machen Sie am Wahlabend? Sie sind bei 25% bis jetzt. Was machen Sie am Wahlabend, Herr Vogt? Also wenn man sich vorstellt, dass man eine Konstellation hätte, die auch nur annähernd so ist wie die vor 5 Jahren. Also man hat keine Regierungsbildung, die möglich ist, ohne dass die CDU entweder mit der Linken oder mit der AfD zusammenarbeitet. Gestern Abend war CDU-Politiker Mario Vogt, der in Thüringen Ministerpräsident werden will, bei Markus Lanz und hat da ein bisschen gegen die Grünen ausgeteilt und auch über Koalitionen mit AfD oder den Linken gesprochen. Das war ziemlich interessant, aber er hat sich auch ziemlich in die Bredouille gebracht. Bleibt gerne dran, es lohnt sich. Da habe ich den Eindruck, da ist mehr Realitätssinn drin als bei der Linken oder bei den manchen Teilen der Grünen. Und deswegen gucke ich mir erstmal an, was die programmatisch wollen. Also ausschließend tue ich das nicht. Also eher Wagenknecht als Grüne? Grüne schließen Sie aus? Nee, habe ich nicht ausgeschlossen. Ich halte diese Ausschließeritis, unter Demokraten halte ich das für unanständig. Also er findet das unanständig, aber gegen die AfD bleibt natürlich die Brandmauer bestehen. Dass die Grünen keinen guten Job machen, weder in der Bundesregierung noch in der Landesregierung und dass sie eigentlich in der Opposition am besten aufgehoben sind. Für mich ist aber trotzdem wichtig. Das sieht Friedrich Merz mittlerweile erkennbar anders. Ja. Das ist natürlich auch sowas, was die CDU-Mitglieder mittlerweile abschreckt, dass der Merz gesagt hat, dass er mit den Grünen koalieren will, dann haben wir ja genau dieselbe Politik, die wir momentan haben. Diese Grünen setzen ihre Ideologie so oder so durch. Wenn das nicht klappt, dann legen die sich auf den Boden und schreien rum. Wie wir gerade schon gehört haben, eine Volkspartei kann durchaus eine Breite haben. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also Sie würden sagen, mit den Grünen auf gar keinen Fall. Friedrich Merz sagt, naja, gut, das habe ich nicht gesagt. Ich finde es auch, also ich halte die Grünen, die sind abgenutzt. In unserer Landesregierung. Ich rede jetzt nur über Thüringen. Im Bund halte ich Robert Habeck und das, was er macht, für übergriffig und für total problematisch. Das ist nicht meine Vorstellung von Politik. Ja. Ich möchte den Menschen nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben, wie sie sich fortzubewegen haben. Und deswegen würden Sie das mit der Heizungsstasi noch mal so sagen? Das fand ich übrigens ganz lustig, dass er das Heizungsstasi genannt hat, weil es ist ja im Endeffekt nichts anderes. Wenn die das mit dem Heizgesetz wirklich umsetzen, wie will man das denn dann kontrollieren? Dann müssen ja die Leute in euer Haus rein, um zu schauen, ob ihr das geändert habt. Wie es gemacht haben? Ich habe es einmal gemacht, das war auch eine Zuspitzung. Wir haben gesagt, Robert Habeck würde die Heizungsstasi schicken in den Keller. War das doof? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Würden Sie das nochmal machen? Naja, es war jetzt nicht der klügste meiner Momente. Also ich fand es ziemlich lustig. Würden Sie zurückziehen, sich entschuldigen oder sagen, tut mir leid, war nicht so gemein? Nee, dahinter, also die Grundeinstellung, die halte ich wirklich weiterhin auf. Die Heizungsstasi, Sie wissen ja, was Sie damit den Thüringen triggern. Die Formulierung würde ich nicht nochmal so wählen. Das hat auch damit zu tun, mein Urgroßvater ist zwangsausgesiedelt worden von den Kommunisten. Also der hat 1953 in der Aktion Ungeziefer innerhalb von 6 Stunden alles verloren. Das ist, finde ich, auch wichtig, dass man Leute in der Politik hat, die schlechte Erfahrungen mit dem Sozialismus bereits gesammelt haben, damit wir das nicht nochmal bekommen. Und die Grünen sind Ökosozialisten und das hat nichts zu tun mit einer freien Gesellschaft, genauso wie die Linken. Und insofern ist mir natürlich bewusst, was das auch auslöst. Okay. Und deswegen, die Begrifflichkeit war too much, aber wenn das, was dahinter steht, ist meiner Meinung nach eine zentrale Frage, die uns heutzutage in Deutschland generell und nicht nur in Thüringen bewegen sollte. Nämlich, ist Politik klüger als der Lebensstil der Menschen, die sie selber für sich wünschen? Genau das ist das Problem. Ihr würdet doch auch nicht euren Nachbarn entscheiden lassen, welches Auto ihr euch kaufen sollt, oder? Warum soll man das dann bei der Regierung machen? Unser Planwirtschaftsminister Habeck, der würde ja am liebsten jedem sagen, was er kaufen und was er nicht kaufen soll und was die Industrie produzieren soll und was nicht. Und da kann ich Ihnen sagen, es gibt viele Menschen, die das Gefühl haben. Aber ich glaube, dem muss man auch Ausdruck verleihen. Ich sehe euch, ich verstehe euch. Ja. Und ich glaube, das gibt momentan die Bundespolitik und auch unsere Landesregierung nicht wieder. Wir haben nicht den Eindruck, dass Politik die realen Probleme der realen Leute sieht. Und ich finde, das zum Thema zu machen, hat in Wahlkämpfen, aber auch darüber hinaus wahnsinnig viel Potenzial, weil das gewinnt Menschen. Verstehen Sie linken Wähler? Habt ihr auch gesehen, Markus Lanz' Gesicht, wie ungeduldig er da sitzt, weil jemand schlecht über die Grünen geredet hat? Also das fand ich ziemlich auffällig und auch ein bisschen respektlos, wenn man dann Gast sitzen hat, so ein Gesicht zu ziehen. Also da die Linken bei der Landtagswahl 31% hatten und jetzt bei 15 sind, können Sie sich vorstellen, die sind ja irgendwo hingegangen. So. Ja, wo sind die denn hingegangen? Zu BSW? Und verstehen Sie die oder verstehen Sie die nicht? Ich glaube, ich habe ein Gespür für das, was die Menschen umtreibt. Okay, verstehen Sie AfD-Wähler? Mein Ziel ist tatsächlich, AfD-Wähler zu gewinnen. Oder also Leute, die sich vorstellen können, aus Protest AfD zu gewinnen. Ob Sie nachvollziehen können, warum die das tun, was sie tun? Natürlich kann man das verstehen.
verstehen. Wenn man sich nämlich einfach mal das Parteiprogramm anschaut oder das, was die AfD-Politiker sagen, dann ist das natürlich genau das, was den normalen Bürger betrifft, der nicht komplett realitätsfern ist. Und ich fand das jetzt eigentlich auch gut, wie der Vogt hier reagiert hat. Also der hat jetzt nicht gesagt, nee, auf keinen Fall, das sind alles Rechtsextreme oder sowas, sondern schon so, okay, die Protestwähler, die hätte ich gerne, es ist auch voll in Ordnung. Na, ich habe eine gewisse Demut vor dem Bürger. Und diese Demut bedeutet für mich, ich hebe nicht den Anspruch, dass ich als Politiker alles weiß, sondern ich versuche... Aber Sie würden sagen, man sollte nicht einfach ganz pauschal sagen, jeder, der AfD wählt, ist ein Rechter. Ich finde, die Schwierigkeit, die wir in der öffentlichen Debatte haben, ist, und das ist eine berechtigte Thematik, die Sie da aufwerfen, dass wir heutzutage jeden, der nur so einen Millimeter neben dem gesellschaftlichen Mainstream ist, sofort als rechtsextrem, als Nazi titulieren. Ja. Und das macht es den tatsächlichen Rechtsextremen wie Höcke total einfach. Jetzt muss man sagen, okay, hier haut er jetzt auf Höcke rum, ist natürlich verständlich, weil er gegen Höcke in Thüringen antritt. Trotzdem finde ich das mittlerweile echt einfach nur krass, wie man Leute einfach öffentlich als Rechtsextremisten bezeichnen kann. Früher wäre das ein ganz normaler Konservativer gewesen. Und stigmatisiert Leute, die tatsächlich Sorgen haben. Ja. Und denen wieder Ausdruck zu verleihen, das ist mein politischer Anspruch. Und deswegen würde ich schon sagen, ich sehe deren Themen. Ja, deswegen nochmal die Frage. Sie schließen eine Koalition mit der AfD, würden Sie ausschließen? Ja, natürlich. Das ist ein Rechtsextremer. Jetzt sagt er hier, vorher noch sich gut geschlagen und jetzt sagt er hier direkt, ja, das sind Rechtsextreme. Also durch die Bank oder was. Der ist als rechtsextrem eingestuft, bla bla bla, alles vom Verfassungsschutz politisch gesteuert und so weiter. Eine Koalition mit der Linkspartei dann auch. Ja. Schließen Sie aus. Ja, aber aus unterschiedlichen Gründen. So, da schauen wir jetzt doch mal die neueste Umfrage an vom 19.03.2024. Da ist die AfD bei 30%, die CDU bei 20%. Mit den Linken will er auch nicht zusammenarbeiten. Also die AfD und Linke kommen ja schon auf 47%. Da kann man sich jetzt durchrechnen. Das reicht auf keinen Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass beim Wahltag mehr als 30% bei der AfD stehen wird. Also die CDU, die BSW und die SPD, die kommen ja gerade so zusammen knapp über die 40%. Und wenn man dann noch die Grünen reinholt, dann reicht es immer noch nicht für die absolute Mehrheit. Die FDP kommt wahrscheinlich gar nicht mehr rein. Wie will er das denn dann machen? Und wie wollen Sie dann regieren? Gute Frage. Bevor gleich Herr Machowitz antwortet. Ich konnte mir das schon vorstellen. Das ist so eine knifflige Landsfrage. Das ist keine knifflige Frage. Also das ist wirklich keine knifflige Frage. Das ist einfach Mathematik. Kann der nicht bis 50 rechnen oder was? Die Leute bei Ihnen zu Hause in Thüringen stellen sich ja genau diese Frage. Sie sagen, da sitzt jetzt Mario Vogt. Und wir würden es mal gerne wissen, wenn am 1. September, wenn ich den wähle, was kriege ich dann? Ja, genau. Und die wollen erstens wissen, wofür steht der inhaltlich? Die wollen aber auch mal wissen, wie du überhaupt eine Koalition bilden willst, wenn du überhaupt keine Mehrheit bekommst. Ja. Das Zweite, was du von mir wissen wollen. Ist ja Inhalt, ne? Entschuldigung, mit wem? Das wollen die Leute wissen. Na, die Parteitaktik interessiert die nicht im ersten. Das ist nicht Parteitaktik. Doch, ich glaube schon. Also, Sie haben natürlich recht. Es geht um Mehrheiten. Das ist ja keine Parteitaktik, wenn man sagt, mit wem man koaliert. Ja, und deswegen wollen die wissen, das sage ich, ich koaliere nicht mit der AfD. Klarheit da. Ja. Und nicht mit den Linken. Gut, dann kriegst du aber keine Mehrheit. Warum versteht ihr das denn nicht? Ich wette heute, und das kann sich jeder aufschreiben, dass die AfD mehr als 30% bekommt. Und dann stehen die wirklich richtig doof da. Weil wenn zwei Drittel der... Was mit den Grünen würden Sie koalieren? Ich stehe für eine Deutschlandkoalition, dafür trete ich an. Aber ich will die starke CDU. Je stärker die CDU wird, umso mehr gibt es auch politischen Wechsel. Aber Sie würden notfalls mit den Grünen, das würden Sie machen. Nein, das wäre jetzt nicht meine erste Option. Aber, aber es wäre eine. Das ist eine demokratische Mitte. Das ist keine demokratische Mitte, also noch viel linker als die Grünen geht ja wohl überhaupt nicht. Es gäbe ein bisschen an Realitätsverweigerung, würde ich sagen. Ja. Nee, absolute Realitätsverweigerung, ey. Was machen Sie am Wahlabend, Herr Vogt? Also wenn man sich vorstellt, dass man eine Konstellation hätte, die auch nur annähernd so ist wie die vor 5 Jahren. Also man hat keine Regierungsbildung, die möglich ist, ohne dass die CDU entweder mit der Linken oder mit der AfD zusammenarbeitet. Was machen Sie denn? Das ist doch eine demokratietheoretisch so entscheidende Frage, dass man die nicht auf den Wahltag irgendwie wegverknusen kann. Ja, so ist es. Also, wenn man sich jetzt nochmal die Ergebnisse anschaut, dann könnt ihr euch das ja selbst mal ausrechnen. Das geht überhaupt nicht. Und ich glaube nicht, dass die CDU 30% bekommen wird. Wie soll das denn gehen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare.